In diesem Video geht es um die Tetris-Familie. Die Steuerungen Smart und Comfort 2.0 sind ab sofort nicht nur in den tragbaren modularen Gehäusen verfügbar, wie zum Beispiel von der Tetris 200, 30 und 300, sondern auch in den fahrbaren Anlagen wie die Tetris 351. Was sind die Unterschiede zwischen den zwei Geräteklassen? Die fahrbaren Geräte sind immer werkseitig mit einem Wasserkühler verbaut. Bei den tragbar modularen Geräten kann der Wasserkühler optional nachgerüstet werden. Der Wasserkühler kann ganz einfach werkzeuglos montiert und demontiert werden. Bei den tragbar modularen Geräten kann zwischen einem 5- oder 8-poligen Gerät gewählt werden. Die fahrbaren Tetris-Anlagen sind immer mit einem 5-poligen, 8-poligen und 19-poligen Anschluss versehen. Die fahrbaren Anlagen zeichnen sich besonders durch hohe Leistung und eine sehr hohe Einschaltdauer aus. Im Vergleich sind die tragbaren Anlagen perfekt geeignet zum mobilen Einsatz. Das war die Vorstellung der zwei Geräteklassen aus der Tetris-Familie. Wollt ihr mehr Informationen, wie zum Beispiel über die Steuerung Comfort oder Smart 2.0 oder über andere Produkte von EWM wissen? Klickt einfach die Videos auf unserem Kanal an.